Wir haben heute ein neues Produkt. Es nennt sich Powerlook. Und es ist eine Art Red Bull-Ersatz. Und für sowas brauche ich meinen Kollegen Alpa. Hey Leute! Hey Alpa, na, schau mal. Vielleicht mein neuer Bart. Flauschig. Hör zu. Flauschig? Ja. Hör zu. Flauschig. Zwiebel. Also hör zu. ich habe heute ein völlig neues Produkt von der Firma Powerlook. Es nennt sich Powerlook Driver's Drink. Ja, es ist sowas wie Red Bull, also ein Energy Drink. Und ich glaube, es soll wach machen. Irgendwie sieht das, finde ich, ziemlich gruselig aus mit diesem Auge da vorne. Ja, so ziehe ich halt. Das hatte ich im Auge. Ja. Auf jeden Fall, das Coole an dem Gerät ist, an dem Produkt ist auf jeden Fall, dass es eine coole visualisierende Effekt hat. Das heißt also, nachdem wir erst diese Schutzkappe entfernt haben und dann anschließend den Knopf hier gedrückt haben, wird sich hier die Farbe ändern. Toll. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Okay. Testen wir es? Ja, probieren wir es mal gleich mal aus. Erstmal die Anleitung. Eine Anleitung. Leute. Ja, du kannst dich ja darum kümmern. Hast du ja schon gelesen? Folie und Schutzkappe mit leichter Drehung abziehen. Folie und Schutzkappe. Wahrscheinlich nur oben, oder? Wahrscheinlich nur das da oben. Kann das sein? Ja, nur das hier? Ja, mach mal. Ich halte fest. Du machst auf. Leichte Drehung? Oh, es ist offen. So, das ist ab. Ja. So, und dann steht dort, roten Pin drücken, so dass das frische Depot im Sportscap. Was? Und so das frische Depot im Sportscap öffnen. Okay, jetzt hat man die Kamera, genau. Oh. Damit wir diesen Effekt sehen. Sieht aus wie eine Sprühdose. So, und? Yeah. Und tut sich was? Wie fest muss man denn da drücken? Weiß ich nicht. Drück mal ganz fest. Oh. Oh, wir haben es durchstoßen. Oh, und jetzt sollen wir schütteln. Oh. Schütteln. Boah, ist ja krass. Es wird rot. Yeah! Auf jeden Fall ein cooler Effekt irgendwie, ne? Ja, das ist mal was anderes, ne? Ja. So. Wir trinken jetzt erstmal das untypisch. Ich habe leider keinen Wodka, aber wahrscheinlich muss man das hier so jetzt offen machen und dann. Oder halt du machst die Kappe ganz ab. Ja. Geht aber nicht. Okay, dann versuch's so. Ja. Geht das? Oh Gott. Oh, das sieht aus. Oh. Ja, lass uns das mal reichen. So, jetzt komm her. Ja. Oh. Das hört sich nicht so lecker. Ja, ist eigentlich nicht dafür gedacht. Ne? Ja, ist ja klar. Man kann ja, wie man hier deutlich sehen kann, wieder verschließen. Aber das finde ich ziemlich gut hier mit diesem, dieser Kappe und so. Hm. Bei Red Bull hast du ja sonst immer irgendwie die Dose und das kann das irgendwie... Machen. Ja, weil jetzt kann ich es so machen, da passiert überhaupt nichts. Das ist ziemlich gut. Okay. So, das war das. Ich rasiere mich mal kurz. Ohne Witz, ne? Riechst du was? Ja, es riecht so ein bisschen fruchtig. Ey, guck dir meinen Zinken an, okay? Und ich kann nichts riechen. Also, das ist ein Red Bull. Er hat ja mal ausnahmsweise nicht so schmeckt wie oder riecht. Nicht so riecht wie Red Bull, sonst riechen ja irgendwie alle wie Red Bull. Normalerweise ja. Ja, komm, dann. Sieht aus wie Red. Oh, ja. Ja, genau. Das ist ja für, ey, weißt du was? Das ist ja für unsere Vampir-Emo-Freunde. So stimmt. Hey, Robert. Ja, auf jeden Fall. Hier, komm, trink ein. Wonach schmeckt denn das? Ich kann jetzt nicht sagen, dass das nach einem Energy Drink schmeckt. Nein, ich muss erstmal wieder mein Bart dran machen. Damit es auch authentisch wird. Das schmeckt wie, als ob das Wasser wäre, vermischt mit irgendeiner Beere. Genau. So Sirup. Aber typisch aromatisiert. Also es schmeckt schon künstlich, finde ich. Ja, aber es schmeckt. Es schmeckt wie irgend so ein Bonbon oder so. Gut. Aber nicht exzessiv süß. Gut, die werben jetzt auch nicht hier als. Ne? Energy Drink, das habe ich jetzt falsch gesagt. Schmeckt fruchtig, frisch und bärig. Ja, bärig stimmt schon. Gut, die haben, das ist alles richtig, was sie gesagt haben. Ich probiere nochmal mehr. Wobei, ich schüttel nochmal kräftiger. Vielleicht ja, vielleicht wird es besser. Ja. Ja, ich bin ja nicht so ein Experte in Schütteln. Gut, okay. Gucken wir nochmal. Hier steht interessanterweise auch, trägt zum Erhalt der normalen Sehkraft bei. Nicht, dass wir jetzt hier etwas hier lostreten, dass jetzt alle Brillenträger genau. Hier... Genau. Ich schmecke da mehr Wasser als Beere. Das ist halt... Es ist halt mal was anderes. Es ist halt zumindest für die Leute, denen so Red Bull und so weiter viel zu süß sind und viel zu künstlich, ist das eine Alternative, weil das schmeckt tatsächlich irgendwie wie Wasser mit etwas Geschmack. Und wie ich hier so sehe, ist auch kein Taurin drin. Das sind einfach nur Vitamine. Vitamine!
Merkst du das? Ich glaube, ich bin wach. Ich bin jetzt ein Vampir. Alpha? Ah! Oh, okay, Leute, Ende.